Ja, liebe Chemnitzerinnen und Chemnitzer, liebe Gäste der Stadt. Das Erste, was ich festgestellt habe, es gibt in Chemnitz weite Wege. Also noch nie musste ich so weit laufen bis zum Mikro. Aber das macht ja nichts. Aber die Situation ist viel zu ernst. Wenn man sich die aktuelle Weltlage anschaut, bemerkt man eine große Unübersichtlichkeit, eine Verunsicherung darüber, wohin eigentlich die Reise geht. Das zeigt sich international beim Agieren eines US-Präsidenten, gegen den eine Roulettekugel ja eine berechenbare Größe ist. Das zeigt sich national an Ereignissen wie hier in Chemnitz oder in Köthen, wo einmal ein tödlicher Angriff, das andere Mal ein Todesfall genutzt wird, um am helllichten Tag in Deutschland wieder den Hitlergruß zu zeigen und Menschen mit Migrationshintergrund für vogelfrei erklären zu wollen. Die Frechheit besteht auch daran, dass der Getötete einen kubanischen Vater hatte und wohl eher links eingestellt war. Und der wird genutzt, um den Rechtsextremismus zu frönen. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Um nicht missverstanden zu werden: es ist nachvollziehbar, dass eine solche Tat Ängste und Unsicherheit hervorruft. Selbstverständlich müssen die Täter konsequent bestraft und bei den Behörden und den Ausländerbehörden überprüft werden, warum die gesetzlichen Regelungen, wie wir auch immer dazu stehen, nicht eingehalten wurden. Aber wir dürfen Nazis bei ihrem Missbrauch solch schlimmer Taten für ihre Angriffe auf unsere offene und demokratische Gesellschaft keinen Resonanzboden geben. In einer Demonstration, in der eben Hitlergrüße gezeigt werden und aus der heraus Menschen verbal und zum Teil auch real angegriffen und bedrängt werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, kann man nicht mitlaufen, wenn man die Trauer um die Opfer ernst meint und eine offene Gesellschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erhalten will. Da muss man sich auch verabschieden können von solchen Demonstrationen. Das gilt zuerst natürlich für die Repräsentanten des Staates. Dass dem Bundesinnenminister im Zweifel eine vermeintlich bessere Position im bayerischen Landtagswahlkampf wichtiger ist als seine Verantwortung für unsere Gesellschaft, ist bekannt. Dass er und sein beförderter und nun doch nur halb beförderter ehemaliger Verfassungsschutzpräsident aber nicht einmal davor zurückschrecken, zum Stichwortgeber für eine radikale Rechte zu werden, die ihren Hass und ihre Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in die Mitte der Gesellschaft drängt, ist ein dramatisches Amtsversagen. Und dass sich die Andrea Nahles dabei auch noch derart vorführen lässt, sagt eine Menge über die SPD aus. Es freut mich außerordentlich, dass aber viele Menschen, auch und gerade hier in Chemnitz, diese Abkehr von den Grundwerten von Menschlichkeit nicht mitmachen wollen und dies auch öffentlich sagen, auf der Straße, bei Konzerten, in den sozialen Netzwerken, durch alltägliche Mitmenschlichkeit. Wenn man verhindern will, dass in unserem Land der Ungeist des Narzissmus weiter an Raum gewinnt, muss man zuerst Partei ergreifen für die, die im Alltag Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit ausgesetzt sind und für die, die sich genau dagegen positionieren und stellen. Da gibt es gerade hier in Sachsen von Regierung und Behörden einen erheblichen Nachholbedarf. Denn sie neigten doch in der Vergangenheit eher dazu, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus zu behindern, wenn nicht gar zu kriminalisieren. Wenn die Dresdner Staatsanwaltschaft Menschen, die gegen Nazis demonstrierten, 6 Jahre lang mit unhaltbaren Vorwürfen durch mehrere Instanzen vor Gericht zerrte, spricht das Bände. Doch gerade weil immer wieder im Osten im Allgemeinen und Sachsen im Besonderen in die rechtsextreme Ecke gestellt werden und sich deshalb viele Menschen verunglimpft fühlen, müssen wir den notwendigen, klaren Trennungsstrich zu Neonazis und ihrem Umfeld vorausgesetzt miteinander ins Gespräch kommen, um uns zu vergewissern, was wir wirklich ändern müssen. Wenn die Demonstrationen in Chemnitz so weitergehen,
leidet darunter nicht nur der Ruf der Stadt, was wiederum ungerecht ist gegenüber der Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt. Es leidet darunter auch, es wird auch wirtschaftliche Folgen haben. Kriegen Sie doch mal ausländische Investoren in eine solche Stadt. Die bringen ja eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. Und wenn Sie die Angst haben, dass die geschlagen werden etc., kommen Sie logischerweise nicht. Aber an all das denken ja die Rechten nicht. Sie denken in jeder Hinsicht einfach, kurz und falsch. Es gibt aber immer die interessante Frage, warum denn die AfD prozentual stärker im Osten als im Westen gewählt wird. Dass sie überall gewählt wird, das wissen wir. Das heißt, es gibt Probleme genereller Natur. Aber warum stärker im Osten? Und das hat 5 Gründe. Der erste Grund ist, die Ostdeutschen fühlen sich als Verlierer der Geschichte. Denn sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht, die anderen hatten die 3 westlichen Besatzungsmächte. Und man kann es so offen sagen, mit den 3 westlichen Besatzungsmächten war manches leichter als mit der sowjetischen Besatzungsmacht. Ich muss den Menschen in den alten Bundesländern immer erklären, dass sie nicht an sich besser sind, sondern Glück hatten. Weil wenn sie die sowjetische Besatzungsmacht gehabt hätten, wären sie so geworden wie wir. Und wenn wir die westlichen gehabt hätten, wären wir so geworden wie sie. Das ist aber eine notwendige Erkenntnis, die ja irgendjemand mal vermitteln muss. Der zweite Grund besteht in der DDR. Die DDR war eine geschlossene Gesellschaft. Sehen Sie, in Chemnitz und in Dresden konnten Sie Menschen muslimischen Glaubens damals nicht kennenlernen, geschweige denn lernen, mit ihnen umzugehen oder mit ihnen zu leben. Es war etwas anders in Leipzig und in Ostberlin. In Leipzig deshalb, weil die internationalen Messen hatten, aber auch deshalb, weil sie das Herder-Institut hatten und viele afrikanische und arabische Studierende sich in Leipzig aufhielten. Und in Ostberlin war es so, dass an der Hochschule für Ökonomie auch viele arabische und afrikanische Studierende waren. Und außerdem konnten aus Westberlin sämtliche Ausländerinnen und Ausländer per Tagesvisum immer einreisen, sodass man lernte, auch mit anderen Kulturen, mit anderen Religionen etc. umzugehen. Zumindest mehr lernte als sonst wo. Und deshalb, auch interessant, ist das Ergebnis für die AfD in Leipzig und in Berlin, also ich meine den Ostteil, doch immer deutlich schlechter als in Dresden und Chemnitz. Das hat damit zu tun. Dann gibt es einen dritten Grund. Bei der Herstellung der deutschen Einheit wurden die Ostdeutschen keine gleichberechtigten Deutschen. Sie wurden Deutsche zweiter Klasse. Und das hält bis heute an. Noch heute bekommst du für die gleiche Arbeit in längerer Arbeitszeit im Osten einen geringeren Lohn als im Westen. Und du bekommst für die gleiche Lebensleistung eine niedrigere Rente. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Ich sage das mal ganz deutlich, das ist nicht hinnehmbar. Denn es geht ja nicht nur um die materiellen Verluste, es demütigt ja auch. Das darf man nicht vergessen. Und ich hatte jetzt einen Streit mit einem CDU-Politiker. Und als ich das sagte, auch noch vor Maklern, na ja, nicht gerade mein Publikum, aber wie dem auch sei, sagte er, Einspruch. Ich war gerade wieder im Osten im Restaurant essen und habe festgestellt, die Restaurants im Osten sind billiger als im Westen und die Mieten sind auch niedriger als im Westen. Da habe ich zu ihm gesagt, abgesehen davon, dass Sie sich nicht 2 Dinge heraussuchen können, Sie müssen auch mal sehen, wie hoch das Wassergeld ist, wie hoch Energiekosten sind und vieles andere, interessiert mich Folgendes. Die Mieten in Erlangen sind niedriger als die Mieten in München. Zahlen Sie deshalb in Erlangen geringere Renten für die gleiche Lebensleistung als in München? Da klatschen selbst die Makler. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das Problem ist, in Ihrem Kopf ist die Einheit noch nicht vollzogen. In meinem schon. Das geht nicht. Das hängt nicht von der konkreten Miethöhe in einer Stadt ab, welche Rente man bezieht. Das hängt von den Beiträgen, von der Dauer und von vielem anderen ab. Mit anderen Worten, wir dürfen diesen dritten Grund nicht unterschätzen. Und dann gibt es den vierten. Der vierte Grund besteht darin, dass nach 1990 eine Arbeitslosigkeit im Osten in einem Umfang entstand, wie sie die Menschen im Westen glücklicherweise nie erleben mussten. Aber dadurch sind die sozialen Ängste doppelt so groß.
Und viele sagen sich, damals hat uns die Einheit die Arbeitsplätze weggenommen, jetzt wahrscheinlich die Flüchtlinge. Diese einfache Logik, die ja die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten auch verbreiten, zündet dann eben auch, weil die Ängste doppelt so groß sind. Und dann gibt es noch was, wenn sich die Rechtsextremen ansehen, ist es immer so, die Anführer kommen aus dem Westen und das Fußvolk aus dem Osten. Das ärgert mich schon besonders, kann ich nur sagen. Aber das heißt, dass Leute, die auch im Westen nicht erfolgreich waren, es jetzt über den Osten versuchen. Auch dagegen müssen wir uns stellen. Aber wer dann wie Horst Seehofer Migration zur Mutter aller politischen Probleme erklärt, öffnet nicht nur Rechtsextremisten Tür und Tor, sondern versucht, die eigenen politischen Versäumnisse und Fehlleistungen zu verbergen. Es gibt eben zu wenig bezahlbare Wohnungen. Es fehlen 2 Millionen davon. Es gibt zu viele Jobs mit zu niedrigen Löhnen. Wir haben den größten Niedriglohnsektor in der EU. Der ist prozentual größer als der in Griechenland. Ich will es nur mal sagen. Es gibt zu viele Kinder, die in Armut leben, fast 2 Millionen in unserem reichen Land. Es gibt zu viele Menschen, die in der Hartz-IV-Falle stecken. Es gibt zu geringe Renten. Ich meine jetzt nicht die Ost-West-Problematik, sondern generell, sodass eine zunehmende Zahl der Älteren auf Alterssicherung angewiesen ist, also nach einem langen, arbeitsreichen Leben aufs Sozialamt gehen muss. Und es gibt zu viel Schulschließungen, zu großen Klassen und zu lange Schulwege. Und es gibt auch zu große Gruppen in den Kitas. Es gibt auch zu wenig Polizei dort, wo man sie braucht, auf der Straße, auf Plätzen, wo man weiß, dass viel Kriminalität herrscht. Ich habe mir das in Schweden angesehen, das wird dort völlig anders organisiert. Und es gibt auch viel zu wenig Personal auf Bahnhöfen, in Bussen, überall wurde eingespart. Und jetzt kriegen wir die Quittung dafür, denn die Rechtsstaatlichkeit wurde deutlich abgebaut dadurch. Und es gibt auch zu große Unterschiede in der medizinischen Betreuung zwischen Stadt und Land und vor allem zwischen gesetzlich und Privatversicherten. Übrigens steht im Artikel 2 des Grundgesetzes, dass die Gesundheit der Bevölkerung natürlich erhalten werden soll und so weiter. Und da steht nicht je nach Art der Versicherung. Das ist grundgesetzwidrig, kann ich nur sagen, die Art, wie das bei uns läuft. Aber all die Probleme, die ich jetzt genannt habe, gab es, bevor die Flüchtlinge 2015 und 2016 in größerer Zahl zu uns kamen. Denn das war und ist Ergebnis einer jahrzehntelangen falschen Politik von Bundes- und Landesregierung, die soziale Spaltung im Land vertieft haben. Übrigens nicht nur hier, sondern auch in Europa und weltweit. Damit wurde eine der zentralen Fluchtursachen verstärkt. Dazu komme ich noch. Aber wenn das so ist, dann ist doch auch klar, dass sich daran dann nichts ändern wird, wenn wir alle Geflüchteten, die aus Krieg, Terror, Not und Elend zu uns gekommen sind, wieder dahin schicken, wo sie herkamen. Ich lasse jetzt mal die Verantwortung unserer Regierung weg, die Waffenexporte in Spannungsgebiete zulässt. Wir sind einer der größten Waffenexporteure, obwohl wir nach 1945 hätten den Schluss ziehen müssen, nie wieder an Kriegen verdienen zu wollen. Ich sage später, was die EU in der Wirtschaftspolitik gegenüber Afrika falsch macht, die ja der einheimischen Wirtschaft dort gar keine Chance lässt. Ich gehe auch nicht weiter darauf ein, dass die Mehrheit des Bundestages beschlossen hat, Krieg in Afghanistan zu führen. Und übrigens gibt es immer mehr Flüchtlinge aus Afghanistan. Keines der Probleme, das Sie angeblich damit lösen wollten, ist gelöst. Es haben sich alle Probleme verschärft. Ich sage Ihnen, es gibt keinen einzigen Bundestagsabgeordneten mehr, im heutigen Bundestag, der nicht weiß, dass es ein Fehler war. Aber nicht mal das geben Sie zu. Und es gab nur eine Fraktion, die dagegen war. Das war unsere, meine. Aber und jetzt gibt es ja eine Verteidigungsministerin, die will auch noch in Syrien einmarschieren. Also sowas Abenteuerliches habe ich ja wirklich selten gehört. Haben die denn eine vollständige Meise? Wir können doch nicht Bestandteil des Nahostkrieges werden. Es gibt doch Grenzen, die man einfach nicht überschreiten darf. Sie können ja aber Sie können ja für diese Regierung nichts. Es sei denn, Sie haben diese tragenden Parteien gewählt.
Aber nicht einmal dann haben sie Einfluss, was diese Parteien mit ihrer Stimme machen. Ich nenne ganz wenige Beispiele. Wir haben weltweit eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren kann. Trotzdem sterben laut UN-Statistik jährlich 18 Millionen Menschen an Hunger. Wird es nicht an der Zeit, den Saatgutkonzernen zu verbieten, Saatgut so gen zu manipulieren, dass die Bäuerinnen und Bauern es nicht vervielfältigen können? Wird es nicht an der Zeit, dass die EU aufhört, Lebensmittel, subventionierte Lebensmittel so billig nach Afrika zu exportieren, dass dort nie eine eigene Landwirtschaft entstehen kann, weil die afrikanischen immer teurer sind? Wird es nicht höchste Zeit, mit dieser Art von Freihandelsabkommen aufzuhören? Wissen Sie, was das immer bedeutet? Deutschland darf alles zollfrei nach Uganda liefern und Uganda darf alles zollfrei nach Deutschland liefern. Vielleicht bestehen hinsichtlich der Möglichkeiten ein paar Unterschiede. Ist das vielleicht grob unfair? Diese Art der Dominanz der hochentwickelten Länder gegen die sogenannte Dritte Welt bezahlen wir jetzt auch mit der Zunahme der Zahl der Flüchtlinge. Also muss es geändert werden. Und ich denke noch an die Fischerei. Ich meine, der Westen fischt ja im Afrika alles weg. Die können ja nicht mal mehr eine Angel reinhalten. Also es ist geradezu grotesk. Doch weil das alles so ist, dürfen wir eben nicht denen auf den Leim gehen, die uns mit den Flüchtlingen als angeblich Schuldige die Sündenböcke für eine scheinbar einfache Lösung anbieten. Und wenn jemand erstochen wird, ist das immer schlimm. Egal, ob der Täter eine syrische, eine deutsche oder eine isländische Nationalität hat. Das müssen wir begreifen. Es geht immer um Menschen, um solche, die Taten begehen und um solche, die Opfer von Taten werden. Denn Rassismus, Unmenschlichkeit sind auch ein fundamentaler Angriff auf das Grundgesetz. Die Rechtsextremisten haben keine Lösung. Es geht jenen, denen es nicht gut geht, nicht besser, wenn alle Flüchtlinge wechseln. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen aus der Zeit, als wir noch PDS waren und der Sitz des Bundestages noch in Bonn war. Da schickte mich meine Gruppe tapfer in eine Halle, die war so schön billig, irgendwo in NRW. Ich fuhr da auch hin, hielt eine übliche Rede, aber selbst ich merkte, die Reaktion der Leute war irgendwie anders. Nach einer Weile stellte ich fest, wo ich da gelandet war. Das war einer der ganz wenigen Bezirke, wo überwiegend Republikaner, also Rechtsextreme, gewählt wurden. Und davon war der Saal voll. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich gesagt, ich komme Ihnen jetzt mal zwei Schritte entgegen und dann habe ich eine Frage an Sie. Also mal angenommen, habe ich gesagt, es gäbe nächsten Montag keine einzige Ausländerin und keinen einzigen Ausländer mehr in Deutschland. Bekam ich gleich großen Beifall. Habe ich gesagt, ich lasse jetzt mal weg, dass dann unser Wirtschafts-, Steuer- und Sozialsystem zusammenbräche, das lasse ich mal weg und sage, Sie haben recht, wir hätten 1 Milliarde Mark damals mehr. Wieder Riesenbreite. Dann habe ich gesagt, jetzt kommt meine Frage, wie kommen Sie darauf, dass Sie davon 1 Mark abbekommen? Das interessiert mich, sage ich. Dann wollte ich Sie ja provozieren, habe noch einen draufgegeben, habe gesagt, es kann natürlich sein, wenn wir 1 Milliarde mehr haben, dass wir die Diäten erhöhen im Bundestag. Das ist denkbar, sage ich. Also ich habe dann mehr, aber nicht Sie. Und dann habe ich gesagt, begreifen Sie das nicht? Das hängt nicht von Ihrer Zahl ab. Die Mehrheit des Bundestages billigt Ihnen genau das zu, was das Bundesverfassungsgericht als Minimum verlangt. Und zwar egal, ob Sie 1 Million sind oder 3 Millionen. Das Geld ist immer da. Aber die kriegen nicht mehr, wenn sie weniger sind. Das ist überhaupt nicht deren Haltung. So gehen die nicht heran. Wenn Sie ernsthaft mehr wollen, dann müssen Sie den falschen Reichtum in diesem Land bekämpfen, nicht Ihren Nachbar. Wenn der Nachbar aussieht, davon haben Sie gar nichts. Dann müssen Sie den Mumm haben, wirklich gegen den falschen Reichtum zu streiten. Dann kann man auch erreichen, dass es Ihnen besser geht. Und da wäre ich Ihr Partner. Aber gegen Ihren armen Nachbarn zu kämpfen, da bin ich niemals Ihr Partner. Das findet zumindest mit mir nicht statt. Na, und dann merkten die Parteifunktionäre, weil die Köpfe doch anfingen zu qualmen, also fing an nachzudenken und dann gingen die ans Mikro und wurden aggressiv. Und da war ich mit einem Bundestagsfahrer und der sagte dann zu mir, nein Gysi, wollen wir nicht jetzt doch lieber eine Mücke machen? Und dann haben wir auch eine Mücke gemacht. Aber mit anderen Worten, frei werdendes Geld geht immer an andere, an die, die schon oben sind. Und das ist ja eines der Probleme unserer Gesellschaft. Ein weiteres Problem ist, dass Hartz IV es überhaupt so gibt,
dass der Regelsatz nicht reicht, dass die Sanktionen ihn noch weiter kürzen. Übrigens auch die Grundsicherung im Alter ist demütigend geregelt. Das darf man alles nicht vergessen. Du darfst ja kaum was besitzen, um die Differenz zu bekommen. Deshalb hilft es nichts, wenn der sächsische Ministerpräsident zwar den Rechtsextremismus endlich als die größte Gefahr für die Demokratie erkannt hat, aber dann als erste politische Forderung nach den Ereignissen hier in Chemnitz nur schnellere Abschiebung, verschärfte Ausländergesetze und Ähnliches ruft. Die Leute wählen immer das Original, nie die Kopie. Auch die Art von Söder und Seehofer, der AfD täglich einen Schritt näher zu kommen, wird nicht dazu führen, dass sie gewählt werden, sondern sie legitimieren damit die Wahl der AfD. Das ist das eigentlich Tragische. Und das muss irgendwann auch mal Ihr Ministerpräsident begreifen. Und wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, endlich gleiche Löhne in Ost und West, endlich gleiche Rechte in Ost und West, er hat es satt, dass seine Sächsinnen und Sachsen gedemütigt werden. Das wäre mal eine Losung. Dafür kann er doch mal kämpfen und sich mit seiner Parteivorsitzenden auseinandersetzen, die seit Jahren regiert, aus dem Osten kommt und noch nie dafür gesorgt hat, dass wir endlich die gleichen Löhne und die gleichen Renten bekommen. Aber ich will mich heute ja nicht aufregen, nur ein bisschen. Die Mutter aller Probleme ist in Wirklichkeit der neoliberale Kapitalismus, der die soziale Spaltung immer tiefer treibt und die Menschen, die Ressourcen unseres Planeten, die Politik nur noch danach beurteilt, ob sie der Verwertung des Kapitals dienen und die größtmöglichen Profite garantieren. Dass es nicht sozial gerecht zugeht, das wissen eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger. Und viele spüren es auch, jeden Tag am eigenen Leib. Die Brisanz der sozialen Frage, das zeigt sich an vielen Punkten, ist von der Großen Koalition überhaupt noch nicht erkannt worden. Es geht dort nicht um die Sorgen und Nöte der Menschen, sondern darum, wer am lautesten ruft, wie der Bundesinnenminister mit seinen bayerischen Weisheiten fast die Koalition zum Platzen bringt, oder der Außenminister, der lieber mit den USA und Großbritannien den Kalten Krieg gegen Russland forciert, statt auf Diplomatie zu setzen. Oder von wem man gar nichts hört, von der Bildungsministerin. Ich wette, die meisten hier im Saal kennen nicht mal ihren Namen. Das eigentliche Problem der Großen Koalition ist aber, dass es keinen politischen Wettstreit zwischen verschiedenen Gesellschaftskonzepten mehr gibt, sondern alles im Einheitsbrei des weiter so versinkt. Die Linke allein reicht dafür nicht aus. Es müsste eine Alternative geben zwischen Union und SPD. Aber wenn Sie die Leute auf der Straße nach den Unterschieden zwischen beiden Parteien fragen und Sie treffen jemanden, dem mehr als zwei einfallen, dann ist das ein Glücksfall. Jahrelange große Koalition führt auch zur Zerstörung des Ansehens der gesamten politischen Klasse. Es gibt ja einen Frust über Politikerinnen und Politiker. Übrigens auch deshalb ist Trump gewählt worden, weil man nicht das politische Establishment wählen wollte. Und die bereiten uns darauf vor, dass wir in Deutschland einen Trump kriegen. Ich will aber keinen Trump, um das auch klar zu sagen. Wie könnten die Unterschiede aussehen? Entweder man strebt die schwarze Null an. Ich bin auch dagegen, dass man sinnlos Schulden macht. Und ich bin erst recht dagegen, dass man Schulden macht für laufende Ausgaben. Aber für Zukunftsinvestitionen. Wir haben einen Investitionsrückstand laut Städte- und Gemeindetag von 126 Milliarden Euro. Deshalb müssen jetzt Brücken geschlossen werden und alles Mögliche. Nachdem man wieder in Genua eine Brücke verkauft hat und dachte, die muss ich in erster Linie rechnen. Das ist ein Irrtum. Eine Brücke muss in erster Linie halten. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das muss man ja allen beibringen, ja, in der politischen Klasse. Sonst wissen es die Menschen. Das Zweite ist, unabhängig davon, die schwarze Null bedeutet also, dass man überhaupt keinen Weg findet, um Schulden für die Zukunft zu machen. Und das ist höchst unvernünftig. Es sei denn, die Steuereinnahmen reichen aus und du brauchst das nicht und du investierst genug. Aber das machen sie ja nicht. Und wissen Sie, ich erreiche ja auch mal was bei einem Bundesminister. Also so weltverändernde Dinge. Ich sage mal ein Beispiel. Ich werde ja direkt gewählt in Treptow-Köpenick. Da gibt es viele Seglerinnen und Segler. Und da hat der Bundesverkehrsminister Schleuserstellen gestrichen. Und das bedeutete, dass meine Seglerinnen und Segler nach 18 Uhr nicht mehr nach Hause kamen.
Ist aber unbequem, auf so einem Schiff zu schlafen. Also habe ich in einem Gespräch erreicht, dass doch ein paar Schleuser mehr eingestellt wurden und meine Seglerinnen und Segler auch nach 18 Uhr noch nach Hause kommen. Also solche weltverändernde Dinge erreiche ich. Aber wenn ich mit denen gesprochen habe, über die Schwarze Null, gar keine Chance. Gar keine Chance. Und deshalb behaupte ich, sie haben zur Schwarzen Null ein sexuell-erotisches Verhältnis. Das werde ich Ihnen belegen. Ich habe mir überlegt, in welchen Momenten ich für Vernunft nicht zugänglich war. Das war in den wenigen sexuell-erotischen Momenten, die ich hatte. Und die sind nicht zugänglich. Deshalb ist das eine völlig zutreffende Charakterisierung. Also die einen für die Schwarze Null. Für mehr Geld für Bundeswehr und Rüstung. Wir geben auch nächstes Jahr wieder noch Milliarden mehr dafür aus als in diesem Jahr. Dabei gibt es nicht einen einzigen Staat, der uns militärisch angreifen will. Steuersenkung für Besserverdienende. Soli-Abbau bedeutet doch, die 40% finanziell untere Teil der Bevölkerung zahlt ja gar keinen Solidaritätszuschlag. Also ist ganz klar, wohin das Geld geht. Die weitere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, weniger Mieterschutz, festhalten an Schäubles die EU gefährdende Europapolitik. Das müsste die eine Richtung sein. Die andere müsste sein, Investitionen in Bildung, in Wohnung, in Infrastruktur, Steuergerechtigkeit, Bekämpfung von Alters- und Kinderarmut, Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Wandel der Europapolitik. Das wäre eine Alternative. Es war der größte Fehler jetzt, in der Geschichte gibt es immer viele Fehler, 2017, dass die SPD auf die Große Koalition eingegangen sind. Das stärkt die AfD und es wird den Politikverdruss auch steigern. Warum? Was? Mal angenommen, also zum Glück der SPD und vor allen Dingen zu meinem eigenen Glück, trage ich ja keine Verantwortung in der SPD. Aber stellen Sie sich mal vor, ich wäre der Chef gewesen. Ja? Das hätte alles so vorgefunden, wie es nach der Wahl 2017 war. Dann hätte ich wie der damalige Chef gesagt, die Große Koalition ist abgewählt worden. Das akzeptiere ich, kommt für mich nicht mehr in Frage. Dann gab es die Jamaika-Verhandlung, also Mitte rechts. Wobei ich den Begriff Jamaika nicht gerecht finde. Bei Jamaika denke ich auch an Armut, aber ich denke an Sonne, an Strand, an Atlantik, an Reggae, an Rum, an diesen fantastischen Läufer Bolt und nicht ernsthaft an Merkel, Seehofer, Lindner, Göring, Eckert. Also, aber schön. Und dann ist Mitte rechts gescheitert. Und dann kam unser Bundespräsident und sagte natürlich zu seinen SPD-Leuten, staatspolitische Verantwortung, ihr müsst jetzt in die Regierung gehen, alles andere ist indiskutabel. Und die Sozis haben ja wahnsinnige Angst, vaterlandslose Gesellen wieder genannt zu werden. Deshalb haben sie auch den Kriegskrediten schon im Ersten Weltkrieg zugestimmt. Auch ein großer Fehler, aber okay. Und da hätte ich gesagt, wenn ich Verantwortung gehabt hätte, nein, mach ich nicht. Und ich weiß auch warum, weil ich staatspolitische Verantwortung habe. Wenn es mir nicht gelingt, die SPD zu retten und zu einer Alternative der Union zu machen, dann wird sie irgendwann um die 5%-Hürde kämpfen. Und dann verliert sie ihre historische Rolle und Aufgabe. Das ist viel wichtiger als deine Sorge, dass das jetzt ein bisschen Geplänkel gibt. Und dann hätte ich der Merkel gesagt, machen Sie doch eine Minderheitsregierung. Ist doch wunderbar. Dann hätte es immer einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gegeben in den Bundestag und dann hätte es 6 Stellungnahmen gegeben von 6 Fraktionen. Also die AfD hätte gesagt, ja, wir könnten uns damit anfreunden, wenn noch Rassismus reingeschrieben wird. Ne? Die FDP hätte gesagt, also wir könnten uns auch damit anfreunden, aber dann müssen die Strafen verdoppelt werden, sonst wirken sie ja nicht. Ne? Die Grünen hätten gesagt, na, es muss irgendwas Ökologisches rein, auch wenn es nicht passt. Die Linken hätten gesagt, ja, wenn sie die Strafen streichen, dann könnten wir darüber diskutieren. Und die SPD hätte gesagt, na, wir brauchen noch einen Wischiwaschi-Paragrafen und dann sind wir schon zufrieden. Ist mir auch egal. Das Entscheidende für sie wäre gewesen, sie hätten 6 Vorschläge zur Kenntnis genommen. Und dann muss die Regierung sich entscheiden, zu wem sie geht, um eine Mehrheit herzustellen.
Und das belebt die demokratische Diskussion, weil sie sagen, aber die zwei Vorschläge waren doch wesentlich besser als jene. Warum lassen Sie sich darauf ein und nicht darauf? Und selbst die Partei, die Sie gewählt haben, wenn Sie einen Vorschlag machen, den Sie nicht akzeptieren, belebt das auch dort die demokratische Diskussion. Und heute ist es doch immer nur mit der Koalitionspartnerin. Mit anderen gibt es doch gar keine Gespräche. Das interessiert die doch gar nicht, was die anderen Fraktionen davon halten und darüber denken. Also ich behaupte, das wäre eine Bereicherung der Demokratie gewesen. Ich sage nicht, dass man das immer machen kann, aber ich finde, wir hätten das 4 Jahre durchaus aushalten können. Und wenn dann Frau Merkel gesagt hätte, mache ich nicht, ist mir nicht stabil genug. Wir sind ja so eine Stabilitätsanhänger, in meiner Nachbarregierung sind auch nicht daran zugrunde gegangen. Dann hätte ich zu ihr gesagt, ausnahmsweise, dann Neuwahl. Und zwar kannst du nicht alle 4 Monate neu wählen, das weiß ich. Aber das eine Mal hätte ich es gesagt. Und dann wäre ich, also immer noch als Chef der SPD, wäre ich vor die Wählerinnen und Wähler getreten und hätte Folgendes gesagt. Dann hätte ich gesagt, ihr habt die Große Koalition abgewählt. Das respektiere ich. Ihr habt Mitte rechts gewählt, sie haben es versucht, sie können es nicht. Es ist gescheitert. Nun gibt es nur noch Mitte links. Und zwar mit einem alternativen Programm. Da hätte ich die SPD in Schwierigkeiten gebracht, die Grünen in noch größere Schwierigkeiten gebracht, die Linken in eine ziemliche Verlegenheit gebracht. Alles drei hätte mir schon Spaß gemacht. Alles drei. Und dann hätte keine der Parteien Nein sagen können. Und dann wären sie gezwungen worden, doch wirklich mal eine Alternative für diese Gesellschaft zu entwickeln. Und für die Wählerinnen und Wähler wäre es doppelt so interessant gewesen, weil du wirklich eine Alternative gehabt hättest. Wie gesagt, gehen wir nun diesen Weg oder gehen wir den anderen Weg? Und damit kannst du dann auch die AfD kleiner machen, weil es ja um wirkliche Alternative geht. Wenn du die aber gar nicht hast, dann fällt das eben aus. Die Wohlstandsverteilung weltweit wird immer problematischer. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt mehr als die übrigen 99%. Von dem Vermögenszuwachs des letzten Jahres ging an das 1% gingen 82% des Vermögenszuwachses. An 1% der Weltbevölkerung gingen 82% des Vermögenszuwachses. Die 42 reichsten Menschen besitzen genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Also sie besitzen genauso viel wie 3,7 Milliarden Menschen. Eine Milliarde, das ist immer 1000-mal eine Million, das ist ja unvorstellbar. Vor 2 Jahren waren es die 62 Reichsten, die so viel besaßen. Vor 6 Jahren die 366 Reichsten. Das sage ich deshalb, weil wir die Tendenz sehen müssen. Verstehen Sie, aus 366 wären nicht 500 und dann 800 und dann 1000, sondern 42. Und die Zahl der Milliardäre ist zwischen 2016 und 2017 so stark gestiegen wie nie zuvor. Wir haben jetzt weltweit 2043 Milliardäre. Das ist ein Rekordhoch. Wie gesagt, eine Milliarde ist 1000-mal eine Million. Aber die USA sind natürlich anders gestrickt als wir. Der Trump sagte ja im Wahlkampf immer, er versteht was vom Erfolg, denn sein Vater war ja nur Millionär. Er hatte lächerliche 200 Millionen Dollar. Und er sei Milliardär. Und das verstehen die auch als Erfolg. Das ist nur bei uns in Deutschland doch anders. Alle würden fragen, welche Schandtaten und Vergehen er begangen hat, um das zu erreichen. Aber das sehen die dort anders. Und dann, wie gesagt, er kam nicht aus dem politischen Establishment. Wie sieht es in Deutschland aus? 1998 hatten die reichsten 10% 45% des Gesamtvermögens. 2013 waren sie schon bei 52%, also 7% mehr. Die finanziell untere Hälfte unserer Bevölkerung hatte am Gesamtvermögen 1998 einen Anteil von 2,9%, 2013 von 1%. Inzwischen wird es, bloß noch nicht wieder neu erfasst, unter 1% liegen. Dieselbe Tendenz. 2017 besaßen die 45 reichsten Deutschen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, das heißt wie 41 Millionen Menschen. Weltweit in Europa und in Deutschland dieselbe unsoziale Tendenz. Und ich muss wirklich davor warnen, das fliegt uns eines Tages um die Ohren. Aber im Augenblick sieht es nicht so aus, als ob es von links uns um die Ohren fliegt, sondern von rechts.
Und was ist die Ursache für die tiefere soziale Spaltung? Wie gesagt, der Neoliberalismus, der zu einer unumschränkten weltweiten Herrschaft des Kapitals, des großen Geldes führte. Freiheit für das Kapital, übrigens eingeführt von Schröder und Fischer, darf man auch nicht vergessen. Auch die Agenda 2010, der größte Niedriglohnsektor, die prekäre Beschäftigung, millionenfach gestiegen. Aber es gab es schon seit den 80ern, die Tendenz zum Umbau. Aber richtig in Fahrt kam es eben erst seit 1998, seit der Regierung von SPD und Grünen. Und da Merkel wurde das fortgesetzt mit einigen symbolischen Korrekturen. Und die Grundformel des Neoliberalismus lautete immer, was gut ist für das Kapital, ist gut für die Wirtschaft, und was gut ist für die Wirtschaft, schafft mehr Arbeit und damit Wohlstand für alle. Ich habe immer meine größten Zweifel angemeldet, aber hatte keine Chance. Ich sage es noch einmal, was ist das Ergebnis? Wir haben den größten Niedriglohnsektor in Deutschland. Wir hatten vor 20 Jahren 26 Millionen in Vollzeitbeschäftigung. Wir hatten 2014 nur noch 22 Millionen in Vollzeitbeschäftigung, also 4 Millionen weniger. Vor 20 Jahren hatten wir in der prekären Beschäftigung 4,4 Millionen Menschen, jetzt 7,6 Millionen. Das ist ein Anstieg um 70%, von 13% auf 21%. Die Lage der Frauen. Es gab einen Rückgang der vollzeitbeschäftigten Frauen in der Zeit von 2001 bis 2014 von 8,5 auf 7,5 Millionen. Aber die Teilzeitjobs nahmen von 3,8 auf 6,3 Millionen zu. Und deshalb sieht die Arbeitslosenstatistik besser aus. Immer Churchill nicht vergessen. Der hat gesagt, ich traue nur einer Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Das stimmt auch. Und zwar deshalb, weil ich natürlich mit 3 Teilzeitjobs mehr Personen erreiche, aber das Problem nicht löse, sondern ganz im Gegenteil, es sogar verschärfe. Die Vollzeitquote bei Frauen lag also bei 55% und liegt jetzt bei 40%. Noch schlimmer ist es bei der Jugend. Wir haben jetzt über 1 Million Menschen in Leiharbeit. Das sind 43% mehr als 2007. 27,9% der Beschäftigten unter 35 Jahre sind prekär beschäftigt und fast die Hälfte der unter 25-Jährigen sind prekär beschäftigt. Die Entwicklung bei den Renten ist ein weiteres Beispiel, wie falsch die Politik läuft, wie wir auf Altersarmut hinauslaufen. Fast jede zweite Altersrente in Deutschland liegt schon unter 800 Euro im Monat. Das sind 48% aller Renten liegen unter 800 Euro in ganz Deutschland. Und das liegt natürlich daran, dass man ja den Rentenwert gesenkt hat und dass sich die Entwicklung nicht mehr nach der Produktivität und der Lohnentwicklung so richtet wie früher. Das hat man ja alles geändert bei den Formeln. Und vor allen Dingen wird es noch schlimmer, weil wir doch jetzt den Niedriglohnsektor haben. Das heißt, die Menschen, die jetzt 40 oder 50 sind und die im Niedriglohnsektor arbeiten, die dann in Rente gehen, bekommen ja noch weniger Rente als die heutigen. Ist ja ganz klar. Erstens wird das Rentenniveau weiter gesenkt und zweitens, nun ist die SPD ganz stolz, weil man sich vorübergehend geeinigt hat, es beim jetzigen Niveau zu lassen. Das heißt, bei 48% unter 800 Euro, ist ja ein wahnsinniger Fortschritt. Die Riester-Rente hat vollständig versagt und die Korrekturen ändern daran kaum etwas. Was wir brauchen, ist eine Anhebung des Rentenniveaus. Wenigstens auf die 53%, die wir mal hatten. Wir brauchen eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns und wir brauchen auch eine gesetzliche Mindestrente. Und wie kann man das erreichen und bezahlen? Man soll ja nicht immer nur sagen, was man fordert. Ganz einfach. Wir müssen der jungen Generation sagen, alle mit Erwerbseinkommen sind einzahlungspflichtig in die gesetzliche Rentenversicherung. Alle. Auch Bundestagsabgeordnete, Rechtsanwälte, Beamtinnen und Beamte. Alle. Dann müssen wir die Beitragsbemessungsgrenze aufgeben. Das heißt, du musst ja, wenn du viel verdienst, immer nur für einen kleinen Anteil deines Gehalts Beiträge bezahlen. Im Osten bis 6.500, im Westen bis 7.500 und danach hast du alles so. Müssen wir auch ändern und sagen, nein, wer 1 Million hat, muss einen Beitrag von 1 Million bezahlen. Dann haben wir viel höhere Einnahmen. Und das Dritte. Damit es nicht zu teuer wird, müssen wir für die Spitzenverdiener den Rentenanstieg abflachen.
Meine Partei träumte mal wie in Österreich von einer Höchstrente. Habe ich ihnen gesagt, ich kenne das Bundesverfassungsgericht, die würden immer sagen, höherer Beitrag muss auch zur höheren Rente führen, ich will mit denen gar keine Hudelei haben. Habe ich gesagt, was sie aber erlauben, ist, dass man den Rentenanstieg abflacht. Und zwar, weil die gesetzliche Rentenversicherung eine solidarische Versicherung ist. Ich werde es eben beweisen. Sie zahlen 20 Jahre lang ein, haben einen Verkehrsunfall und sind tot, beziehen nie Rente, haben nie was aus der gesetzlichen Rente bekommen, aber natürlich haben ihre Erben nicht das Recht, die Beiträge zurückzufordern. Weil es ja auch eine solidarische Versicherung ist. Ich bin auch nicht dafür, dass man die zurückfordern kann. Ich finde das richtig. Aber wenn das richtig ist, dann kann ich auch den Rentenanstieg für die Bestverdienenden abflachen. So, wenn wir diese Wege gehen, ich meine, große Koalition, eine große Reform, das wäre doch nun mal nötig, anstatt da immer rumzueiern und bloß zu rechnen mit der Statistik und die Leute müssen dann Zuschläge beantragen. Dazu dürfen sie kein Sparguthaben von über 2.000 Euro haben. Das ist alles so demütigend, das ist alles so erniedrigend organisiert. Und im Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 heißt es eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht übrigens des Menschen, nicht des Deutschen. Alle Deutschen sind auch Menschen, aber die anderen sind auch Menschen. Übrigens hat die Bundesregierung uns ja geantwortet, wie lange man welchen Mindestlohn beziehen müsste, um nach 45 Jahren Arbeit 1 Euro über der Grundsicherung zu liegen. 12,63 Euro. Und wir sind bei 8, noch was. Nur damit man auch das weiß. Übrigens, ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit dem luxemburgischen Ministerpräsidenten. Die haben eben einen Mindestlohn von 13 Euro. Ja, muss man sagen. Ist natürlich kleiner. Der frühere Ministerpräsident Juncker hat mal zu mir gesagt, er war in China bei dem Ministerpräsidenten, hat zu dem gesagt, wissen Sie, dass wir beide zusammen 1,3 Milliarden Menschen regieren? Wobei der Anteil von Luxemburg in Höhe von 100.000 sozusagen Gewicht machte. Und jetzt hat er mir erzählt, dass Frau Merkel bei ihm war und da gab es eine kleine Militärparade zu ihren Ehren. Und als sie vorbei waren, hat der jetzige Ministerpräsident zu ihr gesagt, Sie haben übrigens gerade 2/3 meiner Armee kennengelernt. Ich will nur sagen, man kann auch alles kleiner machen. Aber wer gewinnt, wenn so viele verlieren? Das große Kapital. Der Dieselskandal zeigt das eindrücklich. Den betrogenen Autofahrern drohen nur Fahrverbote, während die Bundesregierung die Betrügerkonzerne davonkommen lässt. Und wieso wurde die Intelligenz der Ingenieure für eine Schummelsoftware genutzt, statt für ein Auto der Zukunft? Das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Und da muss sich auch rechtlich einiges ändern. Sie haben ja jetzt so eine Klageverbindung so in Gang gebracht, aber ein bisschen schwierig. In den USA können eben 1 Million klagen. Und dann haben die etwas, was wir nicht kennen, Strafschadenersatz. Also wenn du nachweist, der Schaden beträgt 1 Million, wirst du zu 2 verurteilt. Die hauen da einfach immer was rauf. Und weil die Konzerne das wissen, machen die keine Prozesse, sondern immer Vergleiche. Da gibt es dann Riesenverhandlungen in Deutschland nicht. Weil ja unsere Justiz so organisiert ist, musst du ja auf dem Heim nachweisen, was du für einen Schaden hast, etc. Und da würde ich mal vorschlagen, brauchen wir andere Regelungen. Übrigens überhaupt zur Rechtsstaatlichkeit. Wissen Sie, was dazu auch gehört? Dass die Justiz von den Bagatelldelikten befreit wird. Es muss sich nicht ein gut ausgebildeter Staatsanwalt, eine gut ausgebildete Richterin mit einer Schwarzfahrt beschäftigen. Das ist ja grotesk. Da hatten wir in der DDR die Verfehlungsverordnung. Bis 50 Mark bei Betrug, Sachbeschädigung oder Diebstahl bekamst du, ich weiß nicht mehr, den dreifachen Betrag als Strafe, als durch eine polizeiliche Verfügung, wenn du es bezahlt hast, war es erledigt. Und nur wenn du Einspruch eingelegt hast, war das Gericht zuständig. Was glauben Sie, was das für eine Entlastung wäre, damit die sich mal endlich um die wirkliche Kriminalität kümmern können? Und zwar sowohl die Wirtschaftskriminalität als auch die Gewaltkriminalität. Und was mich auch ärgert, ist, das ist eben Kapitalismus und das hat eine weitere Folge. Das Eigentum wird mehr geschützt als die Gesundheit. Ich kann Ihnen exakt den Betrag sagen, wo Sie beim Betrug Freiheitsstrafe kriegen, ohne Bewährung. Aber wenn Sie jemanden in der U-Bahn halb tot treten, kriegen Sie immer noch Bewährung. Das muss sich auch ändern. Eigentum ist ersetzbar, Gesundheit nicht.
Die Konzerne zeigen übrigens, dass große wirtschaftliche Macht unproduktiv ist, denn sie haben ja keine Konkurrenz. Die schaffen sie ja Schritt für Schritt ab, dass sogar Schäden von ihr angerichtet werden und dass die Probleme auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Die Konzerne sind inzwischen zu weltumspannenden Netzwerken geworden. Sie haben Beschäftigte, Ressourcen, Produktions- und Dienstleistungsstrecken praktisch überall. Und mit ihrer Wirtschaftsmacht haben sie die Nationalstaatsgrenzen überwunden. Aber dieser weltweiten Wirtschaftsmacht steht keine funktionierende Weltpolitik gegenüber, die regulierend eingreifen könnte. Stattdessen konkurrieren die Nationalstaaten untereinander mit niedrigen Steuersätzen, möglichst flexiblem Arbeitsrecht, also prekärer Beschäftigung, gesenkten Umweltauflagen darum, wer diesen Konzern die profitabelsten Kapitalverwertungsbedingungen bietet. Und die Kommunen sind in der gleichen Situation. Wenn sie nicht auf eine Steuer, die nur sie erheben dürfen, verzichten, kommen die nicht. So einfach ist es. Anstatt daraus eine Bundessteuer zu machen, dann muss das jeder bezahlen, wäre es erledigt. Das macht mir alles große Sorgen. Aber ich sage Ihnen noch was. Die weltweite Fluchtbewegung, die bisher nur zu einem Bruchteil in Europa angekommen ist, macht deutlich, wie sehr diese Entwicklung die Lebensumstände der Menschen verändert. Wer meint, dies durch Abschottung und miese Deals mit der Türkei lösen zu können, verkennt auch die Dimension der Prozesse. Im Libanon gibt es pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 164 Flüchtlinge. In Deutschland gibt es pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 12 Flüchtlinge. Und wir haben pro Einwohnerin bzw. Einwohner das vierfache Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Libanon. Und ich werde Ihnen auch erklären, warum die Politik nicht vorbeugend tätig ist. Übrigens, in Chemnitz ist der Ausländeranteil gestiegen, der liegt jetzt bei 8%. Nur, dass man das auch mal den Leuten sagt, nicht bei 30% oder 40%, sondern bei 8%. Aber abgesehen davon, warum, kann ich Ihnen sagen. Ich war in der letzten Legislaturperiode in einem Flüchtlingslager im Nordirak. Da spielten die Jungs Fußball und die Mädchen standen so am Rande und schauten zu. Neben mir stand der deutsche Generalkonsul und dann habe ich zu den Mädchen gesagt, wie geht's euch denn? Dann fingen die kollektiv an zu weinen. Alle. Und der Generalkonsul war ganz durcheinander, ich natürlich auch. Und dann habe ich gesagt, warum weint ihr denn alle? Und dann sagte sie, ja, wir hatten einen guten Lehrer bis gestern. Der ist seit heute weg, weil die UN-Organisation nicht mehr die 50 Dollar pro Woche für ihn hatte. 50 Dollar pro Woche. Und er gesagt hat, ohne Geld kann er auch nicht arbeiten. Und das ist interessant, das habe ich der Bundesregierung geschrieben, das hat die ja nicht interessiert. Jetzt ist Frau Merkel in den Libanon gereist. Jetzt ist sie durch lauter afrikanische Staaten gereist, weil sie natürlich gemerkt haben, die Zunahme der Flüchtlinge, wenn du nicht finanzierst die Lager dort, fliehen die Leute. Wenn ich Vater eines dieser Mädchen gewesen wäre und sie hat keine Schule mehr, dann überlege ich mir, wohin ich fliehe, damit sie eine Schule besuchen kann. Man hat ja auch bekanntlich Verantwortung für seine Kinder. Und warum ist das so? Obwohl ich sehr für die Demokratie kämpfe, muss ich Ihnen sagen, sie hat einen kleinen Nachteil. Und den will ich Ihnen hier erläutern. Wenn die Kanzlerin vor 5 Jahren Geld für die Lager gegeben hätte, vor 5 Jahren Libanon geholfen hätte, vor 5 Jahren afrikanischen Staaten ganz anders geholfen hätte, hätte die Bild-Zeitung geschrieben, dass sie unser ganzes Geld verschleudert. Ja? Und hier fehlt das und dieses und jenes und so weiter. Und dann hätte es sein können, dass ihr Ansehen abgebaut worden wäre, mit der Folge, dass sie nicht mehr gewählt worden wäre. Die Politik darf immer erst handeln, wenn was passiert ist. Jetzt würde sich niemand darüber beschweren, wenn du mehr Geld im Libanon zahlst, damit es den Flüchtlingen dort besser geht, mit dem Hintergedanken, dass sie nicht nach Europa kommen. Jetzt würde auch niemand mehr meckern, wenn du sagst, wir müssen das ändern mit den afrikanischen Staaten. Aber das liegt wieder nur daran, dass so viele Flüchtlinge Deutschland erreicht haben, eben in der Zeit 14, 15, mit der Folge, dass die Bevölkerung jetzt bereit ist, das zu akzeptieren. Und nun gibt es wieder eine unterschiedliche Auffassung. Ich sage, eine Kanzlerin oder ein Kanzler muss den Mut haben,
prophylaktisch tätig zu werden, auch wenn man nicht sofort von allen verstanden wird. Man muss dann um Aufklärung ringen und erklären, warum man das macht. Und selbst wenn man abgewählt wird, dann wird man halt abgewählt. Aber man hat kein schlechtes Gewissen, dass man nicht rechtzeitig gehandelt hat, um bestimmte Katastrophen eben zu verhindern. Und nun haben aber die Konzerne, die das ja alles wollten, aber etwas angerichtet, worauf sie nicht richtig gekommen sind und worauf alle Regierungen nicht vorbereitet waren. Die soziale Frage war immer schon auch eine internationale, aber sie war vornehmlich eine nationale. Aber nun haben wir eine neue Situation. Sehen Sie mal, wir haben doch in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun haben sie aber ein Handy. Nun gibt es das Internet. Nun vergleicht so ein Ingenieur, was er wie er mit der gleichen Arbeit in Nordamerika oder in Europa lebte. Und da fällt Ihnen nichts anderes ein als Abschottung. Also abgesehen davon, dass ich aus Berlin komme und sowieso leichtmauergeschädigt bin, kommt aber noch was anderes dazu. Abschottung verschafft dir doch nur eine Pause. Du löst doch kein einziges Problem. Sondern du sagst, ich mach dicht, ich mach den Laden nicht, ich lasse da keinen rein. Und das hält nicht, das schwillt ja davor an. Und eines Tages werden diese Mauern gestürmt und dann hast du überhaupt keine Chance. Dann entsteht eine wirklich unbeherrschbare Situation. Und deshalb sage ich, nein, wir müssen uns diesen Flüchtlingsfragen wirklich stellen, indem wir Schritt für Schritt und wirksam und schnell die Fluchtursachen bekämpfen. Wenn man sich aber anschaut, wie die Schere in Deutschland, Europa und der Welt bei Einkommen, Vermögen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen auseinanderklappt, wird deutlich, dass wir an einem Scheideweg stehen. Der Vorwurf, den man immer wieder von rechts außen hört, dass auf einmal Geld da sei, seit die Geflüchteten zu uns kommen, weist, so falsch er im Anliegen ist, auf ein grundlegendes Versagen der herrschenden Politik hin. Mit dem Verzicht auf Steuergerechtigkeit und der gleichzeitigen Einführung der Schuldenbremse haben CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP dem Staat das Geld vorenthalten, das er brauchte und braucht, um die soziale Spaltung minimieren zu können. Sie holen das Geld sich nur von der Mitte. Das will ich Ihnen auch begründen. Die Armen können die Gesellschaft nicht bezahlen. An die Reichen wollen sie nicht heran und trauen sich nicht heran. Und deshalb muss alles die Mitte bezahlen. Und das ist übrigens in der Wirtschaft wie hinsichtlich der Einkommensbezüge so. Wenn du ein mittelständisches Unternehmen hast oder ein kleines in Deutschland, musst du ehrlich Steuern bezahlen. Also vielleicht kannst du mal bei einer Bewirtungsbequittung ein bisschen schummeln oder so. Aber im Kern musst du ehrlich Steuern bezahlen. Wenn du ein Konzern bist oder eine große Bank, zahlst du keine Steuern. Dafür hängst du ja einen Briefkasten auf den Seychellen hin, um dort steuerpflichtig zu sein. Und wieso lässt sich eigentlich der Gesetzgeber dies bieten? Ich verstehe es nicht. Sie haben ja auch eine Verantwortung vor der Bevölkerung und vor diesem Land. Ich finde das völlig indiskutabel. Letztlich haben wir netto der Commerzbank 18 Milliarden zu ihrer Rettung zur Verfügung gestellt. Und obwohl die im letzten Jahr einen riesigen Gewinn haben, nicht einen Pfennig Steuern bekommen haben, das heißt Cent. So. Und das ist doch einfach nicht hinnehmbar. Und da wurde auch der Bundesfinanzminister darauf hingewiesen, welche Vorschrift da falsch ist, die eben dazu führen wird. Aber sie wurde ja nicht korrigiert. Schuld ist übrigens nicht der Konzernchef, schuld ist der Gesetzgeber. Auch für Lücken im Gesetz ist der Gesetzgeber verantwortlich und kein anderer. Also, und das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr länger. Und es geht auch nicht, dass die Mitte alles bezahlt. Und deshalb sage ich der Linken, ihr müsst an der Seite der Armen stehen, aber ihr müsst inzwischen auch an der Seite der Mitte bestehen. Nur wenn wir das Bündnis hinkriegen, können wir gegen den falschen Reichtum wirksam vorgehen. Anna wird das nie gelingen. Während sich der Bund und auch die Länder über die Überschüsse in den Haushalten freuen, können viele Kommunen kaum noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Verfällt unsere Infrastruktur, die Straßen- und Brückensanierung stockt, werden Schülerinnen und Schüler zum Teil nach Hause geschickt, weil in ihrer Schule die Toiletten kaputt sind. Und Lehrerinnen und Lehrer fehlen massenhaft. In Berlin wird jetzt jeder von der Straße eingestellt, weil wir keine Lehrerinnen und Lehrer mehr haben.
Ein schnelles Internet und Handynetze auf dem flachen Sand sind immer noch eine Fata Morgana. Ich war in der Slowakei, ich hatte überall Verbindung. Wenn ich mit dem Zug oder mit dem Auto durch Deutschland fahre, habe ich vielleicht in 10-15% gute Verbindung, sonst nicht. Du denkst, du bist hier aber wirklich in tiefster dritter Welt angelangt. Aber ich glaube, die ist da weiter. Es fehlen uns 120.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas. Wie gesagt, es explodieren die Mieten. Und 80.000 Stellen fehlen offiziell in den Krankenhäusern und 40.000 in der Altenpflege. Verdi schätzt aber ein, 2030 haben wir da eine Lücke von 500.000. Das ist auch die Frage, was man unter Pflege versteht. Nur das Allernotwendigste oder auch ein Gespräch, Fürsorge und vieles andere, was meines Erachtens dazugehört. Und wenn immer alle sagen, die Digitalisierung führt zum Verlust von Arbeitsplätzen, na, da brauchen wir auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeitsplätze. Und dazu sage ich Ihnen noch eins. Die Reichen können sich einen schwachen Staat leisten. Die Mitte der Gesellschaft und die Ärmeren brauchen einen handlungsfähigen, ausreichend finanzierten und vor allem investierenden Staat. Und dann sage ich Ihnen noch was zum Begriff des Frauenberufes. Regt mich auch auf. Frauenberuf heißt übersetzt schlecht bezahlt. Sonst wäre es ja kein Frauenberuf. Und das ist wieder auch höchst unklug. Wir müssen die Erzieherinnen für Kitas gut ausbilden. Wir müssen die Pflegerinnen und Pfleger gut ausbilden. Und die müssen endlich auch wirklich anständig bezahlt werden. Denn es gibt ja viele Gründe, dass viele nicht pflegen wollen. Und dann hätten wir auch einen Anreiz, in solche Berufe zu gehen. Und da gingen auch Männer hin. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der DDR. Da wurden am schlechtesten bezahlt Putzfrauen, die später Raumpflegerinnen hießen. Und die gingen in Rente und neue gab es nicht, weil die sagten, für den blöden Lohn, schwere Arbeit, keine Lust und so. Naja, was tun? Es wurde der VEB Putzteufel in Berlin gegründet und die bekamen, was nun auch sehr selten war, Westgeld und kauften die modernste Technik in Westberlin ein. Für die öffentlichen Gebäude. Und dann zahlten sie an die Beschäftigten mehr, als eine Facharbeiterin oder ein Facharbeiter verdiente. Zwischen 1.200 und 1.300 Mark kann man heute nichts mehr mit anfangen. Aber das war für DDR-Verhältnisse ein ziemlich hohes Einkommen. Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Ich schwöre es, ich habe nie wieder eine Frau auf den Fluren gesehen. Nur die Kerle. Die einzige Frau war die Sekretärin, das war auch der einzige Job, der noch schlecht bezahlt war. Und deshalb sage ich, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, was ja für mich eine Selbstverständlichkeit ist und zwischen Ost und West immer noch nicht funktioniert, reicht nicht. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Und deshalb müssen die sogenannten Frauenberufe endlich deutlich besser bezahlt werden, im Interesse auch unserer Kinder. Denn ich möchte, dass da zur Hälfte Frauen und zur Hälfte Männer arbeiten, zum Beispiel in den Kitas, was viel günstiger ist, als wenn über 90% die Tätigkeit von Frauen verrichtet wird. Wir Männer müssen da auch umdenken und endlich dafür kämpfen, dass wir auch gleich eine Gleichstellung diesbezüglich erleben. Es wird wirklich höchste Zeit. Wer die Verhältnisse ändern will, muss seinen Protest an die richtige Adresse richten und darf sich nicht auf Nebengleise führen lassen, die schnell zum politischen Abstellgleis werden. Die AfD hat entweder keine oder die gleichen Antworten wie Angela Merkel auf die soziale Frage. Die AfD ist überhaupt noch nicht sozial aufgestellt. Ich bin relativ froh, dass sie nicht so schlau ist wie die rechtsextreme Partei in Frankreich, die von den Linken alle sozialen Forderungen klaut. Aber die haben so einen schweren neoliberalen Block, der das nicht will. Und ich fand es auch von den Medien wirklich völlig daneben, dass AfD-Politikerinnen und Politiker immer nur nach Flüchtlingen gefragt werden, nach keinem anderen Thema. Jetzt beim Sommerinterview wurde Gauland das erste Mal nach Rente und alles sowas befragt. Er hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Nun weiß man es aber wenigstens. Ja? Vorher hättest du dir denken können, der denkt sich was dazu. Das wäre aber ein Irrtum gewesen. Auch wenn der Rechtsextremismus, weiß Gott, kein rein ostdeutsches Problem ist, es entzöge Nazis im Osten einigen Resonanzboden, wenn endlich, wie gesagt, gleiche Renten für gleiche Lebensleistung und gleiche Löhne für gleiche Arbeit und gleiche Arbeit gezahlt würden. Mit anderen Worten, die Demütigung der Ostdeutschen endlich aufhörte. Ohne den Mut der Ostdeutschen, Machtstrukturen in Frage zu stellen, hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben.
Doch wir mussten in den Jahren danach und in bestimmten Fragen bis heute erleben, dass diese Leistung vielleicht in Sonntagsreden erwähnt wird, aber eine wirkliche Gleichbehandlung von Ost und West nicht gegeben ist. Es ist doch niemandem zu vermitteln, dass eine heute 18-Jährige, wenn sie einen Ausbildungsplatz hier gefunden hat und nicht weggegangen ist, noch 2067 oder gar 2070, wenn sie nach Meinung der herrschenden Politik vielleicht in Rente gehen darf, es sei denn, sie sind dann schon bei 85, keine Ahnung, bei der Rentenberechnung merken wird, dass sie im Osten geboren wurde. Und das, obwohl die deutsche Einheit jetzt schon 20 Jahre alt ist. 20 Jahre alt war, als sie geboren wurde. Man kann es niemandem erklären, dass heute noch 80-95% der Führungskräfte in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft und Gewerkschaften im Osten, nur im Osten, aus dem Westen kommen, wie die Uni Leipzig vor einigen Jahren ermittelt hat. In der Politik ist die Zahl der Ostdeutschen sogar wieder rückläufig. Noch nicht mal einer unter 10 Vorsitzenden Richtern in den neuen Ländern kommt von hier, wie der Tagesspiegel schreibt. Geschweige denn ein Richter am Bundesgerichtshof, am Bundesverwaltungsgericht, am Bundessozialgericht, am Bundesarbeitsgericht, am Finanzhof in München oder am Bundesverfassungsgericht. Und es ist ein Unding, dass viele Ostdeutsche immer wieder ihre Verfassungstreue beweisen und um die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse ringen müssen. Und in Bayern noch Gesinnungsprüfung stattfinden. Da galt übrigens der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter aus der DDR als eine linksextremistische Organisation. Na, die haben vielleicht einen schweren Schaden, kann ich nur sagen. Ja? Von den über die Treuhand verhökerten Betrieben, die nicht übernommenen Betriebsrenten und Annahmen will ich gar nicht erst reden. Wir wissen, wovon wir reden. Aber wieso glauben zu viele unter uns, dass sie ihren Unmut gegen die Flüchtlinge richten müssen, auch wenn die mit dem demütigenden Umgang mit dem Osten nichts zu tun haben und sich auch in dieser Frage nichts änderte, wenn sie nicht mehr da wären? Haben wir wirklich vergessen, dass sich 1989-90 die Kraft für die Wende daraus speiste, dass die Menschen unerschrocken und friedlich gegen die Privilegien der Oberen wandten und nicht gegen die, die noch schwächer und schlechter dran waren? Vielleicht sollte man gerade auch hier in Sachsen einmal danach fragen, warum die Regierung Biedenkopf und ihre Nachfolger niedrigere Löhne als im Westen als Standortvorteil feierten, die Verwaltung und Justiz vornehmlich mit Beamten aus Baden-Württemberg und Bayern aufbauten, die dafür auch noch die sogenannte Busch-Zulage erhielten und an den Hochschulen Wissenschaftler aus dem akademischen Mittelbau des Westens Professorenlaufbahn einschlugen, während die einheimischen Wissenschaftler abgewickelt wurden. Und der Standortvorteil ist nie belegt worden, sonst müssten wir ja weniger Arbeitslose haben als der Westen. Es hat nie funktioniert. Ja, es ist an der Zeit, dass diese Benachteiligung aufhört und dass dies auch lautstark deutlich gemacht wird. Doch wir Ostdeutschen sollten selbstbewusst und klug genug sein, wie 1989-90 diese Forderungen an die herrschende Politik zu stellen und uns nicht vor den Karren von Kräften spannen zu lassen, die weder auf die soziale noch auf die ostdeutsche Frage eine Antwort haben und uns in das Übel von Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit treiben wollen. Nein, wir müssen stehen zu nationaler und internationaler Solidarität. Dankeschön.